Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LevisK12. Ich begrüße euch zu einer News. Und zwar habe ich heute ein paar coole Spiele im PlayStation Store im Angebot. Dazu gibt es gleich noch ein paar gratis Spiele, Freunde. Als erstes möchte ich auf dieses Spiel darauf hinweisen. Day of the Tentacle Remastered. Für schlappe 2,99 bekommt ihr diesen wunderbaren Klassiker, die Fortsetzung von Maniac Mansion, wobei ich sagen muss, Maniac Mansion ist auch in diesem Spiel enthalten, das klassische Spiel. Ihr könnt es, wie gesagt, für 2,99 bekommen, habt dafür noch ja, bis zum 11. Februar Zeit, danach kostet es wieder 15 €. Und ich kann euch das Spiel wärmstens empfehlen, gibt es in verschiedenen Sprachen, könnt ihr für PlayStation 4, PlayStation 5 und PlayStation Vita bekommt hier 3 Versionen für 3 €. Und das von einem klasse Point-and-Click-Adventure, Day of the Tentacle Remastered. So, und zwar sind diese Spiele versteckt in den Sony-Angeboten. Da gibt es ein Remastered-Special. Hier sehen wir es, 2,99 €, Day of the Tentacle. Kann ich euch nur empfehlen, Freunde. Und wir schauen mal kurz rein, was es noch für Angebote gibt. Gut, alles ist jetzt kein Mega-Angebot, zum Beispiel Spyro oder Crash Bandicoot. Die bekommt ihr Retail besser. Ja, schau mal kurz durch, Freunde. Wie ihr seht, was kann ich... Ja, wer Doom zocken möchte, vielleicht Doom 3 oder Doom hier, Freunde. Richtig guter Preis, oh, doch nicht schlecht. Und sogar Doom 2 und Doom 1, Doom 1, 2, 3 und Doom für Nintendo. Ja, nicht schlechter Specht, oder? Dann gehen wir weiter. Hier Peng Adventures, das habe ich ja als Retail-Version geholt. Das gibt es jetzt auch für 3,99 € im Angebot. Ansonsten schaut euch an, vielleicht gibt es das ein oder andere Spiel zu einem guten Preis, das ihr sowieso schon holen wolltet. Also wie bei mir, Day of Tentacle wollte ich mir holen, 15 € war es mir einfach nicht wert. Dann gab es das für 5 € und dann jetzt 3 €, geil, da musste ich einfach zuschlagen, Freunde. Und ich hoffe, dieses Spiel bekommt auch mal eine Boxed-Version, was ich eigentlich bezweifle, leider. Naja, Everybody's Tennis gibt es hier. Ja, was haben wir noch hier? Destroy All Humans könnt ihr euch für 5 € sichern. Ja, ich denke, ach genau, und hier ist noch Tomb Raider, die Reboot-Version, also die Remastered-Version vom ersten Teil Tomb Raider in der Definitive Edition für 2,99 €. Auch ein mega geiles Spiel, falls ihr das übrig habt, könnt ihr das auf jeden Fall, kann ich euch das nur empfehlen, Freunde. So, wie gesagt, der Tentacle haben wir uns gesichert. Dazu wird es ein Level Zockt oder ein Level Stream geben. Mal gucken, Freunde. Dann, Freunde, gibt es bei Ubisoft zurzeit das Spiel Assassin's Creed Chronicles China. Für PC könnt ihr euch das runterladen. Ist noch ein paar Tage gültig. Also sichert euch das, falls euch das fehlt. Für Uplay könnt ihr Assassin's Creed Chronicles China holen. So, dann haben wir ein Spiel, das heißt We Were Here. Es ist ein Online-Spiel, ein Co-op-Spiel. Gibt es zurzeit im PlayStation Store, könnt ihr euch runterladen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Spiel dauerhaft kostenlos ist oder ob das, sagen wir mal, für eine Zeit kostenlos ist. Müsst ihr mal abchecken. Falls ihr es mal testen möchtet, im PlayStation Store könnt ihr euch das Spiel holen. Wo ich jetzt sicher bin, ist, dass das Spiel auch bei Steam gibt und da ist es kostenlos, Freunde. Und da sehen wir, wie das Ganze aussieht. Für PC könnt ihr euch das ja,
kostenlos sichern. Und hier steht nicht bis wann, also ich denke mal, das ist dauerhaft kostenlos. Bei PlayStation-Version weiß ich jetzt nicht genau. Ihr seht, wir müssen hier mit zwei Eskimos durch die Gegend Rätsel lösen, glaube ich, so wie es aussieht. Ja, Freunde, das war das News-Video. Und wie gesagt, das hatte ich ja schon gesagt, Day of Tentacle Remastered. Falls ihr euch ein gutes Point-and-Click-Adventure zocken möchtet und das damals nicht gezockt habt, dann greift zu. Und wer es damals gezockt hat wie ich, allein schon wegen dem Retro-Feeling. Und wie gesagt, Maniac Mansion ist auch dabei. Eigentlich zwei Spiele für eins und dann direkt für PS4, PS5 und PlayStation Vita. Ich hoffe, diese News hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.